Im Monschauer Fotografieforum begann bereits 2018 die kuratorische Arbeit für diese aktuelle Ausstellung. Hierbei wurde die Leiterin Dr. Mika Helfmeier von Marion Beckers und Elisabeth Mordgard, beide Mitbegründerinnen des Verborgenen Museums in Berlin, unterstützt. Zur Eröffnung erläuterten beide die Hintergründe. Eine Gruppe von engagierten Feministinnen aus den kulturwissenschaftlichen Fächern haben sich engagiert für eine Einrichtung, das Verborgene Museum, um unbekannte Künstlerinnen herauszufinden, zu bearbeiten und öffentlich zu machen. Die 80er Jahre waren zudem das Jahrzehnt innerhalb der musealen Arbeit und der Wissenschaften, die Fotografiegeschichte öffentlich zu machen. Und auf diesen Zug sind auch wir aufgesprungen und haben in den 80er Jahren, 90er Jahren nach Fotografinnen gesucht, haben in den entsprechenden Orten, in den privaten Archiven, in den Bibliotheken und dergleichen danach gesucht und haben als eine der ersten Iva Lotte Jacobi Frieda Ries gefunden, ausgemacht und so viel Material dazu entdeckt, dass wir gesagt haben, die können wir präsentieren. Die beiden Fotografinnen, die wichtige Fotografenateliers in Berlin, Kurfürstendamm und Kurfürstendamm-Nähe führten, die Ries, Frieda Ries und Iva Else Neuländer-Simon, waren uns bekannt sozusagen durch die Zeitschriften und Journale der 20er Jahre. Aber da beide keinen Nachlass hinterlassen haben, beziehungsweise die Nachlässe zerstört waren, war es eine sehr mühselige Arbeit, überhaupt Fotografien dieser Fotografinnen wieder zu entdecken, beziehungsweise ihr Leben zu rekonstruieren, ihr Leben wiederzufinden und die Ateliers bekannt zu machen. Also haben wir in den Archiven, in den Bibliotheken Zeitschriften geblättert, alle Kästen durchgeschaut und haben so doch eine große, große Anzahl an Fotografien wiedergefunden. Wir haben finden können, mit wem sie bekannt waren. Wir haben finden können, mit wem sie Kontakte hatten und haben so festgestellt, dass diese beiden Fotografinnen beide wirklich die wichtigsten Ateliers ihrer Zeit hatten. Bei der Frieda Ries ging die ganze Prominenz ein und aus. Die Schauspieler, die Tänzer, die Diplomaten, der ganze Adel ließ sich bei ihr porträtieren und das war bekannt bis nach London und Paris hin. Also Reisende, die Touristen damals in der Stadt waren, kamen dorthin und ließen sich ein Porträt machen. Die Ries porträtierte an und für sich noch relativ klassisch. Iva, die aber auch 10 Jahre jüngere, hatte schon mehr das Bild der neuen Frau im Kopf und hat dementsprechend die Porträts gemacht. Sie hat sich aber bald von der Porträtfotografie fortentwickelt und weiterentwickelt. Sie hat Experimentalfotografie gemacht. Sie hat sehr komplizierte, interessante Mehrfachbelichtungen geschaffen, die wir auch hier in der Ausstellung sehen können. Und sie hat dann das große Geld mit der Modefotografie und der Werbefotografie verdient. Also sozusagen eine Vorgängerin für das, was wir heute in den Zeitschriften sehen. Und wir sehen vielfach auch, dass grundlegende Ansichten schon dort festgeschrieben sind. Beide Fotografinnen waren jüdischen Glaubens. Frieda Ries galt als erfolgreichste Gesellschaftsfotografin der Weimarer Republik. Sie gab jedoch mit 42 Jahren ihr Atelier auf, weil sie zunehmend unter Lähmungserscheinungen litt. Sie verbarg sich vor den Nazis in Paris, wo sie mit 67 Jahren starb. Iva wurde im Juni 1942 im Vernichtungslager Sobibor im Alter von nur 42 Jahren ermordet. Ein Lehrling von ihr, der später weltberühmte Fotograf Helmut Juten, sagte einmal, dass ich bei Iva lernen durfte, war der Olymp für mich.